In meinem Arbeitsalltag kümmere ich mich primär um die Kundenzahlungen. Die werden gleich in der Früh verbucht und dann geht es meistens weiter mit der Ticketbearbeitung, wo die Kundenanliegen direkt geklärt werden. Wenn ich im Büro bin, dann sieht mein Alltag so aus, dass ich morgens auch nicht begrüßt werde von den Kollegen, die vor Ort sind. Und ich gehe dann auch schon zu meinem Platz, fahre alle Systeme hoch, schaue auf die Tageseinteilung, richte dann auch entsprechend alles her, was ich brauche. Gerade bei mir in der IT und bei meiner Tätigkeit würde ich auf jeden Fall sagen, dass es sehr abwechslungsreich ist. Natürlich gibt es Tätigkeiten, die sich wiederholen, die man dann schon kennt. Das ist, glaube ich, aber klar. Aber grundsätzlich lerne ich jeden Tag eigentlich zumindest ein bisschen was Neues und das schätze ich auch sehr an meinem Job. Wir in der Buchhaltung haben ein Gleitzeitmodell zwischen 6.30 Uhr und 18 Uhr. Da können wir eben unsere Stunden absolvieren. Meine Arbeitszeiten sind tatsächlich fix geregelt. Also es ist ja sehr flexibel hier in der SmartTS. Wir schaffen es wirklich auch, die Zeit zu finden, um regelmäßig auch Team-Events einzuplanen und zu organisieren. Beispielsweise waren wir vor wenigen Monaten in der Losteria, haben wir uns nett zusammengefunden, zusammen gegessen, geplaudert. Was die Teamarbeit angeht und den Zusammenhalt, der ist bei uns definitiv gegeben. Also gerade in meiner Abteilung bin ich auch sehr glücklich und es ist auch so, dass sich da auch Privatfreundschaften ergeben haben schon. Und ich muss sagen, dadurch, dass wir auch von der Firma aus Team-Events haben und generell viele Social-Events, wird das auf jeden Fall gestärkt. Meine Führungskraft habe ich bislang immer positiv erlebt. Also es gibt auch nichts, was unbesprochen bleibt. Deswegen gibt es da auch keine Hemmungen, dass man Probleme anspricht, wenn man mal unzufrieden ist oder so. Es wird immer eine Lösung gefunden. Einerseits haben wir einmal wöchentlich einen Schurfix, wo wir uns auch untereinander abstimmen. Aber auch außerhalb des Schurfix war es nie ein Problem, direkt auf den Teamleiter, die Teamleiterin zuzugehen, Anliegen auszusprechen, Probleme oder auch eventuell Verbesserungsvorschläge zu nennen. Was mir am meisten Spaß macht, ist eigentlich der Wechsel zwischen Anforderungen managen und sich um Anforderungen zu kümmern und gleichzeitig aber auch Fehlerbehebungen und sich darum zu kümmern und dass das eigentlich eine gute Mischung ist. Am meisten Spaß macht mir schon, dass es sehr abwechslungsreich sein kann. Also die Gespräche, die sind ja immer wirklich individuell. Man kann sich auch immer weiterentwickeln. Also ich liebe ja auch die Herausforderung und man kann sich da immer neue Ziele setzen und sich da auch wirklich immer weiterentwickeln.